Arme seitlich. Vorne in der Mitte ab. Ein dreifaches Mantra Om für die Vorbereitung. Ein. Und hier die Verbeugung nach vorne. Einatmen, zurück. Okay, sehr gut. Dann legen wir uns gleich hin. Das ist hier unsere Ausgangsposition für alle drei Abläufe. Okay, hier erstmal die Hände unter den Schultern, genau an den Schultergelenken, die Ellbogen dran. Okay, Füße leicht zurückziehen, Arme vor, ein, aus, intensiv ausstrecken, ein, Hände herangezogen, aus, nach oben in so einen leichteren Cobra, eher leichter, hier ein, aus, ein, runter. Aus, die Arme nach vorne. Und hier beim Strecken ein. Aus. Ein, Arme heran. Aus, nach oben. Ein. Aus, ein, ab, aus, Arme nach vorne. Und hier gut ordentlich durchstrecken. Ein, aus, ein, Arme zurück, aus, hoch. Drittes Mal. Ein. Aus. Ein, runter. Aus. Und strecke. Ein. Aus. Ein, zurück. Aus. Ein. Aus. Nach unten. Fünftes Mal. Arme vor, ein. Ausdehnen. In der Asana ein, aus, Arme zurück unter die Schultern, ein, aus, Kontrolle, hier ein, aus, ein, nach unten, aus, Arme vor. Hier intensiv ausstrecken. Ein. Aus. Ein, zurück. Aus, Bhujangasana. Hier ein. Aus. Ein, langsam runter. Aus, Kopf zur Seite. Ein.
Aus kurz entspannen. Hier bitte nicht wundern, die Kamera, die ich heute verwende, die regelt selber irgendwie zu dunkel, wenn ich mich außerhalb der Mitte rausbewege. Nee. Aber ich hoffe, man kann das einigermaßen noch gut wahrnehmen und erkennen. Okay, der zweite Ablauf, auch wieder sechsmal. Gleiche Ausgangsposition, hier am Boden liegen, Füße kurz zurück, die Handflächen unter den Schultern. Okay, Arme vor ein. Aus. Arme unter die Schultern ein. Und nach vorne, so dass der Brustkorb oder das Kinn am Boden sind. Ausatmen. Hier ein. Aus. Ein raus. Und Füße heran, Uttanasana. Ausatmen. Beim Ausatmen in die Asana rein. In der Asana ein. Aus. Ein. Hocke. So breite, offene Hocke. Aus. Arme hier nach hinten. Stirn auf den Boden. Hier ein. Aus. Ein. Arme heraus. Tiefe. Bakasana. Ausatmen. Und wer gut ist, versucht mit dem Kopf tiefer runterzukommen. Die Füße bleiben oben. Hier ein. Aus. Ein. Rauskommen. Aus. Oberkörper wieder lang. Die Hände am Boden, Füße zurück. Und strecke hier den ganzen Körper auf eine gerade Linie ein. Aus. Ein, Hände ran, hoch, aus, gestreckter Hund, in der Position ein, aus, ein, komme raus, Füße in der Mitte, ausatmen, Uttanasana, hier ein, aus. Ein, hocke. Die Füße öffnen. Hier, bisschen von vorne. Aus. Arme zurück, Stirn auf dem Boden. Ein. Aus. Ein, Arme wieder raus. Und Bakasana aus. Kopf tiefer, hier ein. Aus. Ein heraus. Und Oberkörper lang. Ausatmen. Kopf leicht anheben, die Hände ziehen vor, ein. Aus. Drittes Mal. Ein, Hände ran. Gestreckter Hund aus. Becken nach oben, Brustkorb, Kinn am Boden. Hier ein. Aus. Ein. Füße ran. Aus. Ein. Aus. Ein. Beim Einatmen wieder rauskommen. Füße leicht auseinander. Aus. Hocke. Stirn auf dem Boden. Hier ein. Aus. Ein.
Sparkasse aus. Ein. Aus. Ein. Raus und lang. Aus. Strecke. Hier intensiver ein. Aus. Ein. Hände zurück. Und gestreckter Hund aus. Ein. Aus. Ein. Hände. Becken hoch. Ran. Ausatmen. Uttanasana. Ein. Aus. Ein. Tiefer hocke, Arme unter den Knien zurück, aus, ein, aus, ein, Arme raus, Bakasana, aus, ein, aus, ein. Arme vor, aus. Stärke strecken, ein. Aus. Ein, zurück, hoch. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Hocke. Aus. Stirn am Boden. Ein. Aus. Ein. Bakasana. Einatmen. Ausatmen. Ein. Und lang. Letztes Mal. Ausatmen. Letzter Durchgang. Strecke dich wieder ordentlich ein. Aus. Ein. Aus. Beckenspitze nach oben untersteißbar. Ein. Aus. Ein hoch. Uttanasana. Hier ein. Aus. Ein. Hocke. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Raus. Und. Ausatmen. Kopf zur Seite, Arme zurück, Füße entspannen.
Erinnert euch an den letzten Montag. Guckt oder vergleicht, ob das jetzt besser geht dieses Mal, der gleiche Ablauf. Der Körper müsste es mittlerweile kennen und im Laufe der Woche so gewisse Veränderungen getroffen haben, damit er praktisch diesen Ablauf besser ausführen kann. Es gibt ja sowas wie Muskelgedächtnis, Zellengedächtnis. Es werden auch im Gehirn neue Neuronenwege geschaffen dadurch. Also wenn man jetzt eine neue Aufgabe hat und je öfter man die wiederholt, desto mehr speichert das der Körper auch ab. Es ist dann einfacher, leichter, aber dann auch effektivvoller gleichzeitig dadurch. Gut, Kopf zur anderen Seite, hier noch ein bisschen Entspannung. Und langsam zurück. Okay, wir gehen jetzt den dritten Ablauf an. Hier machen wir 3 Wiederholungen. Es ist dann das Kamel dabei, Ustrasana, diese Rückbeuge, kniend. Und die Kriya, die Bakasana ist auch wieder dabei. Allerdings versucht hier dann ein bisschen höher zu stehen dabei. Okay, gut. Ausgangsposition. Ein. Ausstrecken. Ein. Aus. Ein. Hände heran. Balasana, Kindpose, die Arme gehen vor. Beim Ausatmen strecken. Hände so zusammen, Daumen nach oben. Ein. Einfach für die Entspannung. Ausatmen. Ein. Hier hoch. Beziehungsweise von hier machen wir diesen Griff. Hände nach hinten auf die Fersen. Ein. Hoch. Nach vorne. Ausatmen. Kamel. Ustrasana. Hier ein. Aus. Ein. Raus. Aus, hingesetzt. Einatmen. Drehung nach rechts. Ausatmen, zu Ende drehen. Oberkörper und Kopf. Hier in der Drehung ein. Aus. Ein, zurück. Ausatmen, Arme nach oben. Daumen, Hände zusammengefallen. Ein. Aus, Ruhe und Entspannung, wieder kurze Erholungspause. Ein, Arme zurück auf die Ferse. Aus, Ustrasana. Ein. Aus. Ein, zurück. Aus, hingesetzt, auf die Fersen oder zwischen den Fersen. Ein, nach links. Und aus. Oberkörper und Kopf. Hier ein. Aus. Ein, zurück. Ausatmen, hoch. Uttanasana. Ein. Aus. Einatmen, nach unten, ausatmen, Bogentradnorasana, hier ein, aus, loslassen, Arme vor, ein, auf und Bakasana, aus, hier der Kopf oben, mit den Händen richtig wegdrücken vom Boden.
Ein. Aus. Nach unten ein. Und wie im Liegestütz aus. Ellbogenspitz ganz eng. Arme hier am Körper dran. Ein. Vor. Ausziehen. Ein. Aus. Ein, zurück. Nachher durchstrecken. Die Arme bleiben zuerst auseinander und ziehen weit vor. Hände zusammen. Ein. Aus. Hände auf die Fersen. Ein. Ustrasana. Aus. Ein. Aus. Ein. Und gut hinsetzen. Aus. Nach rechts. Ein. Aus. In der Drehung bleiben. Ein. Aus. Ein. Ausatmen, Hände gefaltet. Ein. Aus. Ein, zurück. Aus. Ein. Aus. Ein, raus. Aus hat man hingesetzt. Ein nach links. Aus hat man weiter drin. In der Drehung ein. Aus. Zurück ein. Und Uttanasana. Aus. In der Dehnung ein, aus, ein, nach oben, in den Bogen ausatmen, hier ein, aus, ein, raus. Ausatmen, vor, Bakasana. In der Bakasana höher, ein, aus, eine raus, Füße zurück, ausatmen, Handflächen unter den Schultern, Füße nach hinten, bis zum Ende aus, ein, Arme vor, aus, letzter Durchgang. In der Asana ein. Aus. Zurück die Arme ein. Nach hinten und ausstrecken. Hände zusammen ein. Aus. Hier unten die Hände auf die Fersen ein. Aus. Ein. Aus. Ein, zurück. Aus. Hingesetzt. Nach rechts ein. Aufgerichtet. Aus. Kopf blickt nach hinten. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein.
aus. Ein Arm auf die Fersen. Ausatmen hoch. Brecken, Brustkorb nach vorne. Ein. Aus. Ein zurück. Aus. Ein nach links. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Raus. Erst auf dem Bauch, immer noch beim Ausatmen. Füße greifen. Nach oben. Ein. Aus. Ein. Aus. Krähe. In der Krähe ein. Aus. Raus ein. Auf den Bauch. Ausatmen, Kopf zur Seite, Arme zurück, Füße zurück, hinspanne, ein, aus, Kopf auf die andere Seite, ein, aus, ein, aus. Atme wieder vor, ein und ganz normal hingesetzt, wie am Anfang in der Meditationspose, ausatmen. Gut, hier machen wir erst folgende Simcha Kriya. Die Reinigungspose des Löwen vielleicht oder die Löwengebrüll wird es nicht ganz sein, es wird eher so ein Geräusch, sage ich mal. Fällt mir jetzt kein Name dafür ein, wie man das beschreiben sollte. Auf alle Fälle, beim Einatmen, Zunge zurück zum Rachen, Hände so nach vorn gesetzt, so dass die Ellbogen zurückschauen und beim Ausatmen so ein Zischen und mit der Zunge zum Brustkorb. Das reinigt hier oben Lymphknoten bzw. die Mandeln. Okay, nochmal Zunge rein. Die Zunge ganz weit nach vorn strecken, dass aus den Mandeln praktisch die Lymphflüssigkeit durch das Herausmassieren, Herausdrücken zur Zirkulation, zum Fließen gebracht wird. Gut, letztes Mal ein. Und ein und ausatmen. Und wenn wir solche Übungen, Geräusche aus Atemzüge machen, reinigt es uns natürlich auch auf der energetischen Ebene. Also würde man etwas, sage ich mal so, ausspucken, erbrechen. Es ist nicht nur grobstoffliche Energie da oder Partikel, die da mitkommen. Es ist so auf der energetischen Ebene passiert da auch eine gewisse Reinigung, von der man vielleicht nicht so spricht oder die auch nicht so wahrnimmt oder sogar keine Ahnung davon hat, aber es kann tatsächlich sein, dass auf der Ebene dieser Energiekanäle etwas nicht stimmen könnte. Und wenn das am Anfang nicht auffällt, mit den vielleicht Wochen und Monaten oder Jahren, diese Disharmonie auf dieser Ebene, bilden sich dann irgendwelche Krankheiten dann aus nach und nach. Weil wie gesagt, das ist der Anfang erst auf der ganz, ganz subtilen Ebene, vielleicht sogar auf der karmischen Ebene. Deshalb ist das Yoga auch sehr sinnvoll, dass man praktisch auch die feinstofflichen Ebenen in Ordnung bringt und dort irgendwelche Fehler im Energiefluss oder anderweitige
Gereimtheiten, sage ich mal, oder Ungleichheiten beseitigt. Und wenn die energetische Form, wie gesagt, in Ordnung gebracht wird, wirkt das natürlich auf die physische Form, dass die Physik des Körpers dann praktisch auch gesund und in einem guten Zustand bleibt. Gut, als nächstes auch so eine ähnliche Wirkung, von der ich gerade gesprochen habe, die Kapalabhati Kriya, allerdings auch hier eine massierende Wirkung für das Gehirn durch das Impulsartige und eine Reinigung für den, Nachen, für den Rachen und Nasenraum. Okay, ein Durchgang 30 bis 50 Mal. Und hier abklopfen. Hier die Thymusdrüse ist auch ein sehr wichtiger Punkt, was das Immunsystem betrifft. Hier Brustkorb. Vielleicht zwei oder eine Hand mit Fingerkuppen oder so mit einer leichten Faust. Gut, Hände über Kreuz unter den Schlüsselbeinen. Da wärmen wir durch jetzt mit beiden Handflächen, damit die Lymphflüssigkeit auch besser zurückfließen kann oder aus dem Kopf abfließen kann. Oder generell auch, dass man so Reinigungsprozesse in Gang setzt dafür. Also mit der eigenen Handwärme speziell durchwärmen. Wer Reiki hat oder praktiziert oder Shiva, was auch eine Alternative dazu wäre, der kann das auch gedanklich ein bisschen aktivieren, dass die heilende Kraft aus den Händen herausfließt, praktisch in den eigenen Körper hinein. Also die Kraft, die kommt von oben, von unten durch den Körper, so kosmische Kräfte, und durch die Arme leitet man dann das Praktische auf gewisse Punkte im Körper. So kann man praktisch jedes Organ heilen, da irgendwie, wo es wehtut oder zwickt, aber das macht man sowieso immer unbewusst oder intuitiv, dass man die Hand sich auflegt, wo, so auf die Punkte, wo was nicht stimmt. Okay, sehr schön. Kurze Meditation, wirklich sehr kurz, Hände nach oben offen, Daumen, Zeigefinger geschlossen, Augen geschlossen, Zunge verschlucken, also zum Rachen nach hinten, Augäpfel nach oben gerollt auf 12 Uhr, dreimal gegen den Uhrzeigersinn, ich zähle, 1, 2, 3, dreimal im Uhrzeigersinn, 1, 2, 3, okay, neutral, Sampurna Mudra, Zeigefinger schauen so nach vorne, Daumen über Kreuz, die anderen Finger sind hier so in den Zwischenräumen, also nicht überschlagen, sondern hier direkt in den Zwischenräumen der Finger. Nochmal einige Sekunden Ruhephase. Okay, gut. Dann Shavasana. Heute alternativ
geschlossene Variante, also Füße über Kreuz, Hände über Kreuz am Bauch. Und mal selbstständig entspannen. Okay. Langsam wieder zurück, dass man nicht zu tief hineinfällt in die Entspannung, dass man den Zustand auch nicht verliert, den wir gerade aufgebaut haben. Dann kann man jetzt noch, bevor man schlafen geht, die nächste Stunde, zwei Stunden nutzen, um irgendwelchen alltäglichen Dingen noch nachzugehen am Abend, irgendwie eine gute Lektüre zu lesen oder eine gute Lektion anzugucken, was Sinnvolles zu tun oder noch zu arbeiten, wer von euch abends noch arbeitet. Okay, gut, Dankeschön. Hat mich gefreut. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt eine kleine Änderung für morgen in unserem Online-Programm. Um 8.30 Uhr gibt es ein 3D-Training mit Inga, auch mit Gewichten, und am Abend um 19 Uhr morgen regeneratives Yoga. Und Susanne, speziell für dich, wenn du morgen um 8.30 Uhr oder morgen um 19 Uhr mitmachen möchtest, schreibst mir bitte eine Nachricht, dann schicke ich dir den Link. Ansonsten für die anderen gibt es ja die Links und die Info in der WhatsApp-Gruppe. Gut, Dankeschön, schönen Abend noch und dann bis zum nächsten Mal. Okay, danke. Auch schönen Abend. Ja, tschüss.